Heute erzähle ich euch das Märchen von der Schneekönigin. Das ist Kai. Er kann nicht nur mit Schneebällen werfen, er geht sogar ganz gerne in die Schule. Und das ist Gerda. Sie hat zwar Angst vor Fröschen, aber sonst fürchtet sie sich vor nichts auf der Welt. Ich bin gekommen, um diesen Jungen mitzunehmen. Ich verstehe Sie nicht, gnädige Frau. Willigen Sie ein, werte Frau. Durch mich wird der Junge für immer versorgt sein. Ich gehe nicht mit. Du wirst es bereuen. Ich will aber nicht weg von hier. Ich glaube, wir werden uns wiedersehen, Kai.